Ruhe. Ist es okay, wenn wir uns daran bedienen? Wo willst du hin? Irgendwas Brauchbares? BD1. BD1? Wollte nur wissen, ob du da bist. Du hast alles kartografiert. Ich schaff's nicht darüber. Es muss noch einen Weg geben. Hast du was? Komm wieder her. Irgendwas Brauchbares? Damit wollte jemand unbedingt zum Gewölbe. Lauf weg! Scannst du wieder? Hi, BD1. BD1. Siehst du was da drin? Thank you.
versuch's erneut. Es ist schwierig, Meister. Ja, der Weg ist sehr schwierig. Es mag unmöglich scheinen, aber mit Beharrlichkeit überwindest du jedes Hindernis und mit der Macht als Verbündetem. So meisterst du jeden Pfad. Gut. Versuch jetzt, mich zu erreichen. Gut, Padawan. Jetzt komm her zu mir. Auf ein neues. Vertrau dir selbst. Ja, Meister. Fokussieren. Schneller, mehr Intensität. Geschafft. Mit Beharrlichkeit und der Macht als Verbündeten. Ich erinnere mich an alte Tricks. Zeigst du mir die Abkürzung nochmal? Diese Tasche stammt von Coruscant. Der Rat der Jedi hatte ihn frustriert. Hey! Was haben wir gefunden? Jemand hat hier gelagert. Sie hatten ganz in der Nähe eine riesige Kreatur entdeckt. Sie nannten sie Beinok.
D1, hier rüber. Wettrennen? Oh, dann los! Wir sind noch nicht fertig. Okay, okay. Wahrscheinlich hättest du gewonnen. Wahrscheinlich. Wahnsinn. Oh? Geht's dir gut, BD? Gut gemacht. Wer du auch bist. Die Prüfung, die ich hinterließ, hast du bestanden. Und hast Zugang zum Gewölbe und dieser Aufnahme, einem von vielen verschlüsselten Logs, gespeichert in diesem Droiden. Ich bin Meister Ino Cordova. Ich kenne vielleicht deinen Namen nicht, aber deine Aufgabe. Das Schicksal des Ordens der Jedi liegt in deiner Hand. Dieser Ort, dieses Gewölbe ist ein heiliger Tempel. Erbaut von einer vergangenen Zivilisation namens Sepho. Ich meditierte hier und erhielt eine Vorahnung durch die Macht, eine Vision des Untergangs. Ich platzierte in diesem Gewölbe ein Jedi-Holokron. Es enthält eine Liste der Namen und Aufenthaltsorte junger Machtbegabter aus der gesamten Galaxis. Vor dir befindet sich die innere Kammer des Gewölbes, aber auch ein weiterer Test. Ich vertraue das Holokron nur jemandem an, der meinem Weg gefolgt ist und ihn auch versteht. Suche die versteckten Gräber der drei Weisen und lerne die Geheimnisse der Macht wahrzunehmen, so wie es einst die Sepho taten. In diesem Droiden findest du alles Nötige, um bei dieser Reise erfolgreich zu sein. Geh zur Heimatwelt der Sepho. Dort wirst du Frieden finden im Auge des Sturms. Viel Glück, Jedi. Und möge die Macht mit dir sein. Dann warst du wohl der jemand, den ich treffen sollte. Weißt du, ich war allein und das... Tja, ziemlich lang. Ohne jede Aufgabe, nur versteckt. Das ist kein Leben. Nicht für einen Jedi oder einen Droiden.
Vielleicht hat es hier recht. Das Verstecken hat ein Ende. Hey, kommst du mit zu ein paar Freunden von mir? Ich habe gefunden, was ich sehen sollte. Hört sich ganz so an. Wir warten. Ich seh's mir an. Ein Scan? Mein Freund, anscheinend waren die Sepho interessiert an Datomir. Seltsam, dass eine so friedliche Kultur diese Faszination hegt für einen Ort, der nur eins ist: Dunkel. Zurück wird's schneller gehen. Das Ding riecht wahrscheinlich schlimmer als Grease. Kannst du das hacken? Ja, dein armer Scomp-Anschluss. Aber du gegen die Bockratte? Mutig. Der arme Bockling ist tot. Wollte er seine Familie schützen?
das für ein Ort? Der Jedi hat an diesem Ort die Kugel studiert. Ich fühle immer noch seine Aufregung. Was ist das? Du hast bestanden. Ihr wusstet von BD-1? Komm an Bord. Wir reden drin. Oh, BD-1, das ist Grease. Hey, Grease. Was ist das? Runter von meinem Sofa, runter von meinem Sofa. Geh weg, raus hier. Das ist BD-1, einer von uns. Mir egal, zu wem er gehört. Hast du eine Ahnung, wie schwierig es ist, Ölflecken aus dem Sofa rauszukriegen? Motoli-Gewebe ist empfindlich. Eigentlich nicht. Ich hoffe, du hast noch was Besseres gefunden als diesen Droiden. Komm runter, Grease. Das hat er. Leg los, Kerl. Das Gewölbe stammt von einer alten Zivilisation, den Sepho. Ein Jedi namens Ino Cordova hat irgendwas darin versteckt. Was hat er darin versteckt? Ein Holochron aus den Archiven. Es enthält eine Liste machtbegabter Kinder. Die nächste Generation der Jedi. Ich wusste es. Ach, Cordova, du alter Narr. Ihr kennt den Mann? Ja. Es ist ziemlich lange her. Ich war damals seine Schülerin. Cordova war ein Einzelgänger. Außer dem kleinen Druiden und mir weiß wahrscheinlich niemand von Vogano. Halt, Moment mal. Ein Holo, was? Holochron. Es speichert Informationen, aber nur Jedi haben Zugriff. Wartet kurz, ich glaube, ich habe eins hier. Nutze die Macht. Hier spricht Meister Obi-Wan Kenobi. Ich bedauere, berichten zu müssen, dass unser Jedi-Orden sowie die Republik gefallen sind. Mit dieser Liste von Machtbegabten könnten wir den Orden wieder aufbauen und das Imperium besiegen. Okay, kein Problem. Holen wir sie! Aber das Holochron ist tief im Gewölbe versteckt und wir müssen zuerst Cordovas Pfad folgen. Er hat was über den Planeten Datumir gesagt und über eine Sepho-Heimatwelt. Also gut, wohin fliegen wir? Ich frage nur, weil ich sonst was Schmackhaftes gebrutzelt hätte. Hör zu, bevor es losgeht, muss ich noch was wissen. Warum seid ihr kein Jedi mehr? Ich hatte ein Erlebnis und sehe jetzt vieles anders. Darum habe ich mich von der Macht getrennt. Aber den Orden wollt ihr wieder aufbauen? Ich glaube, dass der Wiederaufbau des Ordens unsere beste Waffe gegen das Imperium sein wird.
Und was glaubst du? Dass ich mich nicht ewig vor dem Imperium verstecken kann, also habe ich keine andere Wahl. Kerl, solange du lebst, wirst du immer eine Wahl haben. Seid ihr dabei? Sind dabei. Datumir oder Sepho, du hast die Wahl.